Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grandia 2 Anniversary Edition. In der letzten Episode haben wir es über die Grand Archives geschafft, sind aus diesem von diesem Riff geflohen, was uns ja fast das Leben gekostet hätte. Aber hey, hier sind wir in Garland, in Ryudos Heimatstadt und irgendwie sind die Leute alle komisch. Zum Beispiel wie er. Ryudo, du bist zurück? Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Okay, das war ja noch nicht so negativ, es sei denn, ich habe es jetzt positiv übersetzt. Haut ihr ab, so schnell ihr könnt. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob wir übernachten, aber ich bin ja immer eher so der, der alles gerne ein bisschen erforscht zuerst. Okay, genau, hier ist unser Schiff, mit dem sind wir gestern angekommen. Übrigens, Happy Halloween, wenn ihr es an Halloween schaut. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Süßes statt Saures. Je nachdem, auf welcher Seite der Tür ihr seid. Ob ihr jetzt schon zur gebenden Fraktion gehört, also die Süßigkeitengeber. Oder ob ihr noch die Kinder seid, die sich daran erfreuen können. Okay, hier ist aber nichts. Aber ich will mal in den Waffenladen. Ich hoffe ja, die verkaufen uns da was. Genau, der General Store. Hallo. Oh, ein Kunde. Oh, du bist es, Ryudo. Was willst du denn? Wartet mal, das hatten wir doch schon, oder? Ja, wir haben auch so wenig Geld. Ja, das hatten wir wohl schon. Aber wir können vielleicht mal die alten Sachen verkaufen. Genau, der war ein bisschen mehr Attack, aber hatte nicht so diese Spezialsachen. Nein, das Warp-Match können wir auch verkaufen. Und die Hellebarde. Ah ja, die Hellebarde könnten wir vielleicht mal wieder ausrüsten, weil wir jetzt ja vielleicht nicht gegen Krustentiere kämpfen. Ich wollte bloß noch mal gucken. Jetzt bin ich leider schon rausgegangen. Ja, Leute, willkommen zurück. Fail Let's Play und so. Das kennt ihr nicht anders. Silver Flail. Okay. Oh, der ist aber sehr viel stärker. Ich glaube, den nehmen wir noch. Und den Dreadbow, den haben wir auch gekauft. Ich muss mal gucken. Gab es noch? Okay, hier gab es noch Sachen. Okay, dann wird es vielleicht mal Zeit, dass man wirklich... Crescent Jade. Was ist denn Crescent Jade? Ah, genau, das haben wir uns auch schon angeguckt. Es ist schon so eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Leute, also tut mir leid. Genau, und ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Village Chief, bei dem ja Malphus und der gute Ryudo aufgewachsen sind. Okay, das ist schon eine Sequenz. Oh, das sieht so... Verschwinde! Ja, das stimmt! Bietet. Ja, also, tu schon. Nun, wenn das nicht der ja, Outcast, der Aussätzige höchst selbst ist, warum bist du hier, Ryudo? Du wirst hier nicht gebraucht. Niemand will dich hier. Du gehörst nicht hierhin. Aber diese Freundlichkeit. Ich wünschte, ich könnte dich willkommen zu Hause zu dir sagen, Ryudo. Aber die Narben der Vergangenheit sind immer noch zu frisch und müssen immer noch heilen. Okay, was ist denn passiert? Ryudo, du wirst nicht länger willkommen hier. Wir möchten vergessen, was hier geschehen ist. Wir möchten dich und deinen Bruder vergessen. Und jetzt geh. Verlass das Dorf. Malphus ist hier. Ich kann es fühlen. Malphus? Wo? Habt ihr zwei uns nicht schon genug Unglück eingebracht? Macht euch keine Sorgen. Ich werde verschwinden, sobald ich mein Business hier erledigt habe, also meine Aufgabe. Sehr gut. Dann verlass das Village. Das Village, sorry Leute. Das Dorf in Frieden. Aber ich muss euch bitten, bringt nicht noch mehr Schaden über uns. Wenn du auch nur einen falschen Schritt machst, wirst du dafür bezahlen. Du und dein, ja, good for nothing, also gut für gar nichts, Bruder. Wie schrecklich! Das kann doch auf keinen Fall Ryudos Schuld sein. Es ist Malphus, der alles hier verursacht hat, nicht wahr? Sei ruhig, Elina. Wir sind gekommen und wir tun hier das, was wir tun müssen. Und dann hauen wir ab. Okay. Das ist ja eine super Ausgangsposition hier für uns. Okay. Also das scheint ja wirklich etwas sehr... Ja, was sehr Schlimmes passiert zu sein, dass alle ihn so fertig machen. Ryudo, warum behandeln sie dich so? Beats me. Ich weiß nicht. Also, aber... Nee, es geschieht mir recht, dass es beats me. Aber das ist dein Zuhause. Was könnte hier passiert sein, dass dich zu einem Aussätzigen gemacht hat? Es hat keinen Sinn, es zu wiederholen. Hör auf nachzuhaken. Hm.
Hast du irgendeine Vorstellung, wo dein Bruder sein könnte, Ryudo? Mein altes Haus. Wir sollten da anfangen. Ja, schön, dass du mir jetzt noch sagst, wo dein altes Haus ist, Ryudo. Der alte Leuchtturm hat sich überhaupt nicht verändert. Er ist wie immer. Als ich klein war, haben wir uns hinaufgeschlichen, um zu spielen. Und wir wurden immer dafür angeschrien oder ausgeschimpft. Ja, ganz seltsam eigentlich. Wir haben ja jetzt so ein positives Bild von Ryudo. Und anscheinend ja, haben die seine Dorfbewohner das nicht. Du bist Ryudo, oder? Meine Mama hat gesagt, ich soll nicht mit dir reden. Nun, dann solltest du besser tun, was deine Mutter dir gesagt hat. Wenn du es nicht tust, ja. She will spank you with the sword scabbard. Ich weiß nicht, was ein Scabbard ist. Ich blende es ein, aber sie wird ihn damit schlagen. Vielleicht mit der Schwertscheide. Ein etwas älteres Wort dafür. Oh, der ältere Herr hier, der wird doch wahrscheinlich wissen, was los ist. Ryudo, du Verdammter! Schau, was du getan hast! Und jetzt, wo du schon zurückkommst, kommt dein Bruder auch zurück. Ah, Grandpa. Ja, denk an dein Stresslevel. Mein Stresslevel? Wenn du dir um meine Gesundheit Sorgen machst, dann solltest du deine Sachen packen und diese Insel verlassen. Ach ja, diese freundlichen Leute überall. Ist das nicht wunderschön? Ah, hier ist wohl... Ist das ein Ringsymbol? Oder was ist das? Ryudo, nun, da du in die Augen der Dorfbewohner gesehen hast, siehst du doch auch die Angst. Ja, er streut kein Salz in die alten Wunden. Es gibt nichts, was du tun kannst, außer uns zu verlassen, Ryudo. Lass es uns vergessen. Ich verstehe, Chief, aber es tut mir leid. Ich kann nicht einfach weglaufen. Ich bin schon zu lange vor meiner Vergangenheit davongerannt. Ah, ich hatte ja wenigstens gehofft, dass es wenigstens mal eine einzelne Person hier gibt, die vielleicht mal... Oh, können wir das Schwert nehmen? Das wäre ja cool. ja, dass es wenigstens irgendwie eine Person gibt, die sagt, hey, Ryudo, wie geht's dir? Aber wirklich alle sind auf negativ. Ryudo, ich dachte nicht, dass du etwas erreichst, wenn du hierher zurückkommst. Es ist nicht so, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen, aber wenn du hier bist, geschieht vielleicht wieder etwas Schreckliches. Ich kann dich nicht willkommen heißen. Die Arbeit bringt mich in diese Stadt. Wenn ich damit fertig bin, verspreche ich dir, dass ich dir keine weiteren Sorgen bereite. Ah, ich merke auch gerade die Treppe, habt ihr die gesehen in dem Haus? Die war aus Schwertern gemacht. Oh mein Gott, das hätte ich fast übersehen. Oh, ist das ein altes Haus? Das sieht so verlassen aus. Das war unser Haus. Ryudo. Es gibt noch andere Orte, die wir untersuchen können. Treff uns im Inn. Komm, Tio. Also in der Herberge. Mein Bruder war immer besser mit der Klinge als jeder andere. Er wäre ein großartiger Schwertmeister geworden. Aber wie wurde er dann von Varma besessen? Du verstehst es nicht. Melvis hat das selbst getan. Alles er... Okay, er ist anders als bei Elina scheinbar. Gehen wir zur Gaststätte. Oder zur Herberge. Marek wartet und... Wir werden Melvis schon früh genug finden. Ryudo! Glaubst du wirklich, du kannst Melvis umbringen? Deinen eigenen Bruder? Ich habe keinen Bruder. Melvis ist ein Dämon. Und ich werde ihn vernichten, also töten. Du bist vorher weggerannt. Wie willst du denn jetzt mit ihm umgehen? Besonders, weil er jetzt ein Dämon ist. Nein, ich werde es tun. Ich werde ihn töten. Ich werde den Chief, also diesen Vorsteher, von deinem Mut berichten. Hör auf, Ryudo. Yeah! Er hat keine Chance. Ryudo ist wahrscheinlich schon zu gut. Verdammt! Wenn du nicht weggerannt wärst... Wenn du nur damals gekämpft hättest, alles wäre anders. Vielleicht. Aber so ist es jetzt. Und du hast keine Chance darauf, Melvis zu besiegen. Und sogar wenn ich es schaffe, es wird nicht... Ja, also es wird nichts ändern. A single blade of grass in this town. Also es wird
Wahrscheinlich haben sie die Schwerter so als Gräber benutzt und da ist jetzt Gras drüber gewachsen, aber er meint, das könnte man damit quasi nicht rückgängig machen, so als Metapher. Nehme ich zumindest an. Sir? Er hat recht, weißt du. Dieses Dorf wurde besiegt und wurde beschämt. Nur um Mephis Namen zu erwähnen. Ja. Ja, lässt uns wieder in unserem Verlust suhlen. Wenn der größte Schwertkämpfer dieses Dorfes besessen werden kann, haben wir nicht nur unser Schwert der Gerechtigkeit verloren, aber auch die Ideale, die dafür stehen. Dorf der Schwertträger. Pah. Gerechtigkeit kann nicht gestohlen werden. Es existiert in unseren Herzen. Ideale können nie verloren werden, wenn du an sie glaubst. Bah! Was weißt du denn schon? Oh, sie weiß sehr viel, mein Lieber. Geh schon, Ryudo wartet. Ja, hier ist ganz schön viel negative Energie im Raum. Naja. Aber ich bin sicher, wir finden das noch raus. Ich meine, sowas kommt... Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Ryudo am Ende doch gar nicht so schuld sein wird. Aber war das jetzt hier? Ja, das ist Garlinin. Dann schauen wir doch mal rein. Wahrscheinlich müssen wir unsere Nacht hier verbringen. Wir müssen mal gucken, ob vielleicht die zwei, die Tio und der Merrick hier irgendwo sind. Okay. Oh, aber schön ist es hier, muss ich sagen. Also, sie haben sich anscheinend wirklich dieses Schwertmotiv gewählt. Also ganz viele Schwerter und Waffen hängen hier überall. Okay. Ja, dann würde ich sagen, verbringen wir mal die Nacht. Und ich, ja, wie es ja leider so oft ist, die Dämonen zeigen sich ja immer in der Nacht, ja. Dann schauen wir mal. Ja. Let us stay for the night. Also lass uns hier nur für eine Nacht übernachten, bitte. Also wollt ihr bleiben? Ah, verdammter Pariah. Keine Ahnung, ich blende es ein. Ah, das sind ja die zwei. Ah. Marek. Hm. Ja, wie ist es gelaufen? Der Geruch von Melfis hängt schwer in der Luft. Er ist in diesem Dorf. Da, ich bin sicher. Melfis? Du hast Melfis hierher gebracht? Ryudo hat nichts damit zu tun, dass Melfis hier ist. Wir müssen ihn erwischen. Was hat er denn getan? Dieses Dorf ist verflucht. Ich fürchte, unsere Zerstörung steht bevor. Warum sagst du das? Lina, vergiss es einfach. Ich verstehe nicht. Dies sind alles Krieger, gebunden an die Klinge. Hm, das ist wieder toll zu übersetzen. Ja, warum gestattet ihr es, dass andere einen niedertrampeln? Marek, ihre Wunden sind nicht Wunden des Fleisches, sondern Fleischen des Herzens. Nein, sondern Wunden des Herzens. Ja, vielleicht haben sie irgendwen verloren. Ich werde euch hier übernachten lassen, aber morgen früh geht ihr. Okay. Ja, Elina und Melania, vielleicht wäre ein Dialog. Ich frage, was mit Ryudo hier passiert ist. Ist er wirklich hier aufgewachsen? Jetzt sind die Stimmen wieder synchron. Danke, das macht das Übersetzen viel einfacher. お嬢さん. Miss? リュードに何があったか知りたいだろ? Willst du wirklich wissen, was mit Ryudo passiert ist? 誰でもいい. Wer bist du? Das spielt keine Rolle. Schau nicht nach draußen. 話は終わりだ. Schau und ich werde verschwinden. それから, und noch eine Sache. 誰にも言わないこと. Erzieh das niemanden. いいかな? Verstanden? Ja. 分かったわ. Okay, erzähl mir, was passiert ist. Bekannt als das Dorf der Schwertmänner, wo die Männer ihre Fähigkeiten verbessern und immer dem Weg des Schwertes folgen. Melfis und Ryudo wurden vom Village Chief, also dem Vorsteher, aufgezogen, nachdem sie ihre Eltern verloren hatten. Beide begannen mit Kampftraining und zeigten erstaunlichen Fortschritt. Oh mein Gott, das ist so schnell! Melfis im Besonderen sollte ein großer Schwertträger werden und das Dorf anführen.
Also er steht quasi für das Dorf. Mein Gott, ist so schnell. Aber Leute, ich tue wieder mein Bestes. Nur für euch. Lo, hier komme ich, Ryudo. Ha, noch nicht mal nah dran. Ryudo hat den ganzen Tag damit verbracht. Jeden Tag hat er geübt mit seinem besten Freund Gatta. Murphys wurde dafür geliebt, dass er der stärkste Schwertträger im Dorf ist. Schwertkämpfer. Sagen wir mal Schwertkämpfer. Wow. Er hat damals schon wahnsinnige Skills gehabt. Haha, die sind eifersüchtig. Oh, wer ist denn das? Und plötzlich hat sich Melfis mit der Tochter verliebt von dem Chief. Und die gutherzige Rina wurde sozusagen die Ziehschwester von Ryudo. Wie dieses Schwert, ohne eine Wolke. Wie diese Klinge, pur und treu. Wir werden starke Schwertkämpfer, stark im Herzen. Wie ist Melfis gefallen? Das ist jetzt ja die Frage. Und dann, an einem Tag, kam ein schlimmer Sturm auf und bedrohte das Dorf. Oh, ist gar nicht so leicht, so schnell zu übersetzen, Leute. Ich hoffe, es geht in Ordnung. Vom Altar des Idols kam ein ungewöhnliches Grummeln. Grummeln? Das Idol war ein Schwert von so starker Kraft, dass es nur von dem stärksten Schwertkämpfer getragen werden konnte in der Welt. Das Schwert sollte das Dorf beschützen vor allen Bösen. Okay. Ja, also Idol ist so ein Abgott oder so ein Götze, so ein Götzenbild. Ich habe mal nachgeschaut. Also etwas, was man anbetet. Rina ging zum Altar, um das böse Schwert zu beruhigen. Na, das riecht doch sehr nach einem Stück von Barma. Die Dorfbewohner warteten auf Rinas, dass sie zurückkommt. Aber die seltsamen Beben hörten nicht auf. Nein! Oh! Oh-oh. Niemand weiß, was mit Rina passiert ist. Und so begann die furchtbare Tragödie. Okay. Als Rina nicht zurückkam, machte sich der Dorfvorsteher Sorgen und sandte Melfis und einige andere Dorfbewohner aus, um die Sache zu untersuchen. Aber der Sturm und die Beben wurden nur noch schlimmer. Okay, Ryudo war nicht dabei. Ach du. Ryudo war Melfis im Geheimen gefolgt. Und dann hat er es gesehen. Melfis! Bruder! Rina! Schwester! Melfis! Ha 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 ha
Das kann nicht sein. Nein. Warum? Elvis, wie konntest du das nur tun? Ryudo blieb an der Seite der toten Lina. Ihr Körper, so wie er dort lag, verletzt vom Schwert von Melfis. Die Dorfbewohner durchsuchten die ganze Insel, aber haben keine Spur von ihm gefunden. Mörder. Dieb des Idols. Dafür war Melfis bekannt. Boah, Leute, ich bin gerade... Weil sein Bruder das getan hatte, konnte Ryudo nicht länger im Dorf leben. Und so wurde er ein Geohound. Das war vor 3 Jahren. Also bis jetzt hat Ryudo so eine Trauer in sich getragen. Durch seinen eigenen Bruder betrogen, den er am meisten vertraute, hat er nie wieder jemandem vertraut. Es muss so schwer gewesen sein, ins Exil geschickt zu werden, allein zu leben. Der Arme. Dass du es verstehst, wird es leichter für ihn machen. Ja, aber wir wissen jetzt wenigstens Bescheid. Das ist es. Der Graalberg. Wir gehen zum Graalberg. Melfis wird dort oben sein. Dann lasst... Ja, wir werden uns in Bewegung setzen. Ja, ruhig. Genau, und also, dass der... wie sagt man das? The day to dusk. Also ja, der aufziehende Tag wird uns quasi beschützen. Also, dass wir ungesehen da hinkommen. Ihr geht zum Graalberg? Er ist so hässlich. Niemand geht da mehr hin. Wir gehen zu dem Ort, wo die Hörner von Varma versiegelt waren. Und dann werden wir diese Sache lösen. Boah, Leute, ich bin jetzt auch ziemlich fertig, muss ich sagen. Also, wer hätte gedacht, dass hinter dem... Ja, hinter Ryudo, der immer so ein bisschen, ja, den harten Typen spielt und so, dass da doch so viel Leid dahinter steckt und so eine tragische Geschichte, wirklich, also ich muss jetzt erstmal das verarbeiten. Und ich wollte auch sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Grandia 2. Ja, wie immer danke ich euch für eure abgegebenen Kommentare und danke euch für eure Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich immer sehr. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Grandia 2 Anniversary Edition. Bis dahin. Tschö.